Das Interesse der Menschen an Psychologie ist allgemein sehr groß. Fast jeder ist bestrebt, seine Mitmenschen besser zu verstehen und den eigenen Einfluss bzw. die eigene Wirkung auf diese zu verbessern. Besonders beliebt ist deshalb auch die Forschung im Bereich Attraktivität. Denn wer möchte nicht eine besondere Anziehungskraft auf andere Personen ausüben und zahlreiche Angebote für Freundschaften und Beziehungen bekommen? Wer steht nicht gern im Zentrum der Aufmerksamkeit und lässt sich bewundern? Um dir in diesem Bereich deiner Persönlichkeitsentwicklung zu helfen, stellen wir dir in unserem heutigen Video 8 Merkmale vor, die dich laut psychologischer Forschung besonders attraktiv wirken lassen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Erstens, Selbstbewusstsein. Laut Studien gibt es eine Eigenschaft, die attraktiver ist als alle anderen, das Selbstbewusstsein. Das liegt daran, dass man dir anmerkt, wie du dich in deiner Haut wohlfühlst und deinen persönlichen Wert kennst. Du wirst dich automatisch anders verhalten, deine Körperhaltung ändert sich genauso wie Mimik und Gestik. Wer selbstbewusst ist, erregt die Aufmerksamkeit aller, wenn er einen Raum betritt und versteckt sich nicht in einer Ecke. Andere Menschen fühlen sich in der Regel zu selbstbewussten Menschen hingezogen, weil sie sich in deren Gegenwart wohlfühlen und auch etwas von ihrem Glanz abhaben möchten. Dabei hilft auch ihr Charisma und ihre lockere Art. Zweitens, Erreichbarkeit. Auch wenn gemeinhin der Grundsatz gilt, willst du gelten, mach dich selten. So ist dieser keineswegs korrekt. Heutzutage verbringen die meisten Menschen so viel Zeit erfolglos damit, zu versuchen, andere Menschen zu erreichen, dass eine erreichbare Person zur netten Abwechslung wird. Wir alle suchen nach jemandem, der sowohl physisch als auch emotional für uns da ist, wenn wir ihn brauchen, sodass du deutlich attraktiver wirkst, wenn du diese Eigenschaft mitbringst. Natürlich musst du nicht 24 Stunden am Tag auf Abruf bereitstehen, aber du solltest auch vermeiden, grundsätzlich erst nach einigen Stunden zu antworten. Von einer solchen Person würdest auch du dich irgendwann fernhalten. Drittens, Individualität. Viele Menschen versuchen, Aspekte ihrer Persönlichkeit zu verstecken, um sozusagen normal zu sein und nicht aufzufallen, auf Kosten ihrer Individualität. Allerdings kann es dann auch leicht passieren, dass du in der schieren Masse an Menschen einfach untergehst. Vor allem sind es unsere Besonderheiten und kleinen Macken, die uns von den anderen Menschen unterscheiden und diese sorgen dafür, dass wir attraktiv wirken. Das liegt daran, dass eine Person mit einer eigenen Persönlichkeit aus der Masse heraussticht und somit nicht nur besonders interessant, sondern auch besonders anziehend wirkt. Viertens, Freundlichkeit. Auch bei diesem Punkt scheint uns ein weit verbreiteter Irrglaube im Weg zu stehen. Nämlich, dass man als freundliche, nette Person automatisch in der sogenannten Friendzone landet. Dank psychologischer Studien ist allerdings mittlerweile klar, dass das so nicht stimmt. Beim Kennenlernen fühlen sich Menschen nämlich automatisch zu den Leuten hingezogen, die sie nett behandeln und nicht zu denen, die sich unfreundlich benehmen. Am Ende des Tages suchen wir einfach nur nach einem Freund oder Partner, der uns so behandelt, wie wir es verdienen. Fünftens, Intelligenz. Ein wenig überraschend kommt das Merkmal Intelligenz daher. Doch auch dafür gibt es einen Grund, weshalb er deine Attraktivität steigert. Ein Team von Psychologen hat herausgefunden, dass Menschen sich zu Personen hingezogen fühlen, die ein klein wenig intelligenter sind als sie selbst. Schuld daran sind die tiefsinnigen, interessanten Gespräche, die man mit einem solchen Freund bzw. Partner führen kann, sowie der neue Blick auf bestimmte Details oder Themengebiete. Die Sache hat jedoch auch einen Haken. Wer sich zu intelligent gibt, vermittelt seinem Gegenüber den Eindruck, nicht mithalten zu können. Und das wiederum macht unattraktiv. Sechstens, Leidenschaft. Leidenschaft ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das nicht grundlos in den meisten Liebesromanen eine zentrale Rolle spielt. Das liegt daran, dass leidenschaftliche Menschen bestimmte Eigenarten aufweisen, die sehr anziehend für andere sind. Dazu gehört zum einen ihr Enthusiasmus.
Leidenschaftliche Persönlichkeiten verfolgen ein klares Ziel, welches sie stets vor Augen haben und haben gleichzeitig Freude daran, die ihnen Schwung verleiht. Sie sind nicht antriebslos, sondern schaffen es, sich selbst zu motivieren und lassen sich nicht von ihren angestrebten Zielen abbringen. Außerdem sind leidenschaftliche Menschen meist nicht so unschlüssig wie andere. Und wen hat Unschlüssigkeit nicht schon einmal auf die Palme gebracht? Solche Personen wissen ganz genau, was sie wollen und dafür kämpfen sie auch. Die Dinge, die ihnen wichtig sind, ermutigen sie zu Höchstleistungen. Und wenn du es schaffst, einem solchen Menschen wichtig zu werden, wird er auch alles für dich tun. Ihre großen Träume und ihre noch größeren Herzen befeuern den Optimisten in uns, den wir nicht immer bemerken, und das ist der Grund für die Attraktivität leidenschaftlicher Menschen. 7. Ein ausgeprägter Sinn für Humor. Ein ausgeprägter Sinn für Humor ist für die meisten Menschen eine Eigenschaft, die ihr idealer Partner auf jeden Fall mitbringen sollte. Die Fähigkeit, andere zum Lachen zu bringen, ist nicht nur ein Zeichen für Kreativität und Intelligenz, sondern vor allem schafft so jemand eine Wohlfühlatmosphäre für uns. Bestimmt ist auch dir schon einmal aufgefallen, dass man sich in der Gegenwart von Personen wohler fühlt, mit denen man viel und ausgelassen lachen kann. Und genau das macht die Attraktivität und Anziehungskraft humorvoller Menschen aus. Bei Untersuchungen zu diesem Thema ist zudem ein Unterschied aufgefallen. Männer suchen tendenziell nach Frauen, die sich leicht zum Lachen bringen lassen und sich auch über speziellere Witze amüsieren können, wohingegen Frauen sich eher zu Männern hingezogen fühlen, die sie zum Lachen bringen. 8. Das Verhalten. Wie wir bereits wissen, hängt unsere Attraktivität längst nicht allein von unserem Aussehen ab. Besonders großen Einfluss hat nämlich unser Verhalten darauf, ob jemand uns attraktiv findet oder nicht. Schon vermeintliche Kleinigkeiten können dabei den Unterschied ausmachen. Trägst du Kleidung, die dir gut passt und deine Persönlichkeit unterstreicht, in der du dich sichtlich wohlfühlst? Stehst du mit gekrümmtem Rücken oder aufrecht? Lächelst du viel oder hältst du dich damit zurück? All dies sind Faktoren, die über deine Anziehungskraft auf andere entscheiden. Eine fremde Person benötigt nur wenige Sekunden, um zu beurteilen, ob du ihnen sympathisch bist oder nicht. Und nur mit deinem Verhalten hast du die Möglichkeit, diesen Eindruck zu verändern. Man kann also sagen, achte auf dein Verhalten und du wirkst sofort attraktiver. Unser kurzes Fazit. Alles in allem ist es eine Tatsache, dass du durchaus Einfluss darauf hast, wie attraktiv du wirkst. An seinem Aussehen kann niemand wirklich etwas ändern, aber an deinem Auftreten und deinem Verhalten durchaus. Du bist also nicht dazu gezwungen, für immer im Abseits zu stehen, solange du dich in deiner Haut wohlfühlst und dich so verhältst, dass sich auch andere Menschen in deiner Gegenwart rundum gut fühlen. Du strahlst aus, was du über dich selbst denkst, also denke Gutes über dich und liebe dich selbst. Andere werden das spüren und deine Gefühle für dich teilen. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.